Nee, es funktioniert. Okay, dann wieder weg. Alter, wenn die so einen Krach machen. Normalerweise dürfte man mich hier nicht drinnen hören. Wenn ihr vom Schnarchen übertönt. Hier war ein Geheimgang. Ich weiß nicht mehr, wo der war. Ach, hier geht's runter. Das ist so quasi Notausgang. Also können wir hier wieder fliehen. Was ist los? Was geht hier vor? So, jetzt sind wir beim Bogenschützen. Ich glaube, den müssen wir K.O. schlagen. Es sei denn, wir schaffen es noch rechtzeitig in den Raum da rein. So, jetzt geht's los. Dachte, ich hätte was gehört. Ich glaube, da war nichts. Was zum Teufel machst du hier? Ich hätte was gesehen. Oh Gott. Ja, das war kacke. Ich wusste nicht, dass er jetzt immer, rauskommt, verdammt. Okay, wir müssen warten. Wir warten. Der hat auf jeden Fall einen Schlüssel gehabt. So, ach, der läuft hier nur drum rum. Das ist also so eine Patrouille. Das heißt, wir wissen, da drinnen wird auf jeden Fall die Post abgehen. Also wenn wir da drinnen sind, müssen wir auch das teilen. So. Ich weiß gar nicht, wie lange ich glaube, da war nichts. Aber wie gesagt, ich sag euch, ich werde es in mehrere Parts aufteilen. So, Achtung, jetzt kommt gleich die erste Wache. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Wir sind genau im Licht. Ihr müsst jetzt nämlich durch diese Tür hier kommen. Jede Sekunde. Tja, manche Sachen kriegt man sich halt noch mal ein. Hab ich wirklich gesehen, was ich zu sehen habe? Alter. Hier geht's nur wieder runter. Alles so. Ach, und unter uns sind Fliesen und da laufen wir lang. So, jetzt müssen wir gucken. Also jetzt kommt die eine Wache, die läuft wieder in den Raum und die andere Wache läuft raus. Okay. Natürlich für uns ein Vorteil. Ach so, so war die Patrouille. Die läuft jetzt hier diesen lang und die läuft jetzt hier rein. Stimmt. Und dann läuft die wieder im Kreis und läuft wieder raus. Alles ruhig. Was? Ist die Sache. Na wohl doch nichts. Dachte, ich hätte was gehört. Schnell die Schlüssel, Schlüssel. Alles ruhig. So, ich halt erstmal hier. Zu viele verdammte Ratten hier. Irgendwas stimmt nicht. Ach nö. Mann, da war es doch dunkel und ich konnte trotzdem aber nicht getarnt. Shit. So. Okay, wir müssen das wieder das Spielchen abwarten. Die eine Wache hinterher. Das war eigentlich gut. Das Doofe war nur, dass die zweite Wache schon wieder hinterher war. Hier können wir übrigens auch fliehen. Hier können wir einen Seilpfeil theoretisch an die Decke bringen und dann mit uns abseilen. Einen abseilen lassen. Okay, hinterher. Der andere hat noch einen Schlüssel, den würde ich auch gerne mitnehmen. Und ihr seht, wir haben jetzt nur einen gemacht, also einen Passanten. Na wohl doch nichts. Das ist eine sehr gute Bilanz. So, für eine Tür zu bleiben. Was war das für ein Geräusch? Schnell den Schlüssel raussuchen. Zu viele verdammte Ratten hier. So. Aha. War das dieselbe Wache? So. Alter. Ich glaube, da war nichts. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Läuft er hier wieder rein? Jetzt bekomme ich meine...
Pass bloß auf den Schlüssel auf. Wenn du ihn verlierst, war die ganze Aktion bei Randall umsonst. Ich wette, dass Donald im Moment ganz schlecht auf Diebe zu sprechen. Vase. So, wir haben den Schlüssel. Jetzt können wir bei Donald endlich die Vase klauen. Wir haben aber immer noch nicht mal ansatzweise so viel Geld, dass wir die Mission sowieso abschließen können. So, der ist raus. War hier noch irgendwas Wichtiges? Nee, war. So, die Tür müssen wir auch öffnen. Das ist, glaube ich, die andere Seite dann, ne? So, dann brauchen wir natürlich hier Moospfeile. Also ein Krach und so. Liegt hier noch ein bisschen Geld? Wir müssen warten. Wir müssen warten, bis die Wache hier reinkommt und ihren Patrouille aufsetzt. Oh Gott, nee, das ist zu sichtbar. Bleiben lieber hier mal in der Ecke. Das sind wenigstens auf Gelb und nicht auf Rot. Okay, die erste Wache kommt. Die läuft ja jetzt hier einmal rum. Was? Hab ich gesehen, was Garrett? Hat er mich wirklich gesehen? Oh, er hat mich gesehen. Oh Mann, das war doch super. Wir müssen noch schneller werden. Wir müssen noch schneller werden, sonst kommen wir hier nämlich nicht raus. Ich muss noch mal gucken, wie viel Geld haben wir eigentlich? 664. So, jetzt müssen wir den gesamten Weg noch mal zurück. Durch den gesamten Kanal und dann zu Donalds Haus. Was im anderen Kanalende lag. So. Gar nicht erst lange. Hey! Ich dachte, ich hätte was für Garrett! Er sieht uns jedes Mal. Ah, wie machen wir das denn? Wir müssen warten, bis die zweite Wache durch ist, oder? Ja, wir warten, bis die zweite Wache draußen ist. Draußen ist. Warte mal, ob wir hier in der Ecke versteckter sind? Weil da sind wir schneller. Weil wir so nicht so weit laufen. Aber die Sache ist ja, ob er uns dann sieht. Weil wir sind ja sehr im Lichte. Ah, ich verdamme euch, ihr Elektrizität, ihr elektronischen Teile. Oder falls hier, vielleicht sind auch nur Kerzen da drin, wer weiß. Hey, was ich zu sehen glaube. Hat mich nicht gesehen. Aber er wird nochmal hier reinlaufen, der andere. Bleiben. Wow! Dein Arsch gehört mir, Garrett! Nein, ich bin im Dunkeln. Ich bin getarnt. Steck einfach. Ich bin getarnt. Ich bin getarnt. Du siehst mich nicht. Was macht der? Hallo? Komm raus und spiel mit mir! Er hat mich nicht gesehen. Sowieso jetzt egal. Wir sind jetzt bei Ruben fertig. Soweit. Ich gucke noch, ob ich ein paar Schätze mitgehen lassen kann. So, jetzt glaube ich raus, wa? Ja, hier geht's raus. Müssen wir jetzt. Achso, das war noch ein Fluchtweg. Stimmt, wir können auch noch darüber fliehen. Wir können über Rubens Haus fliehen. Ich will nur gucken, ob es noch ein paar Wertgegenstände gibt, weil ich will nicht einfach so abhauen. Oh, Klo. Barrikaden. Oh. Schnell, 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 schnell. Oh, wie hell das noch ist. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wo ist denn, wo kommt denn das Licht her? Hey. Oh Gott. Hi. Komm raus und spiel mit Garrett! Ja, da ist aber sehr kurzsichtig. Ich dachte mir erstmal so, oh, ob er mich gesehen hat, ich weiß es nicht. Okay, da braucht er auf jeden Fall eine Weile. Ah, Mann! Das ist eine andere Wache jetzt aufgeschreucht. Oh, ich hasse diese Mission! So, Moment. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ah,
Hier war doch was, oder? Ich glaube, da war was. Okay, wir müssen jetzt beruhigen wir uns erstmal. Wir machen das professioneller. Gehen jetzt einfach mal raus. Ach, die eine Wache läuft da immer noch rum. Sucht nach mir. Aber weiß nicht, wo ich bin. Steck einfach deinen Kopf raus. Ich verspreche dir auch ein schnelles Ende. Der ist über uns, wa? Was? Ach so. Alter. Hilf mir. Hä? Da kommt den. Was? Von was waren die jetzt aufgescheucht? Warum haben die jetzt Hilfe gerufen? Was sind das überhaupt für Betten hier? Wer liegt denn hier und schläft? Die Wachen. Oder? Die Spinne. Warum? Nein. Ah ne, hier kommen wir gar nicht durch. Okay, ich denke mal, wir haben alles. Gut, die sind jetzt nicht mehr da unten. Das heißt, wir haben jetzt erstmal leichteres Spiel. Wenn ich dich finde, werde ich mir viel. Die haben die scheiß Spinne getötet. Die haben die gottverdammte Spinne getötet. Das ist etwas, was ich nicht mal dran schuld bin. Da bin ich wirklich nicht dran schuld. Jetzt speichere ich wirklich ab, weil ich kann letztendlich es nicht mehr ändern. Jetzt hängen die da drinnen. Ich komme nicht mehr durch die Türe. Es sind so viele Wachen, so viele Wachen. Okay. Wie kommen wir jetzt da lang? Ach so, die sind runtergegangen. Weil die Passanten mal unten was gesehen haben, das war die Spinne. Und sind jetzt runtergegangen und haben die umgebracht. Wie gesagt, das ist nur passiert durch die Spinne, nicht durch mich. Aber das war jetzt Zufall. Das hätte auch nicht passieren können, dass die Spinne ausbüchst und die Passanten angreift. Die haben sie durch das Gitter getötet. Das ist ja mal krass. So, liegt hier irgendwas, was ich noch mitnehmen kann? Eine Mine. Ach Mann. Ja, jetzt tun die Passanten wieder so, oh, alles gut. Verdammte Passanten. Mal weg, Spinne. Danke. Ja, toll, da liegt wenigstens was Wertvolles. Liegt hier irgendwas? Nein. Sowieso aufgescheucht, das ist mir jetzt egal. Was? Nein! Jetzt laufen die hier lang. Was zum Teufel? Wollt ihr mich verarschen? So, okay, wir machen das anders. Okay, die sind jetzt noch da unten. Das heißt, wir wissen ja, was jetzt da unten ist. Da ist nur eine Mine, die brauchen wir nicht. Wir warten, bis die wieder oben sind. Bevor die Passanten runterrennen, bitte, gehen wir schnell durch. Oh Gott, ey. Oh mein Gott. Du gottverdammte Spinne. Und das ist wieder was ich meine, was im Vergleich zu anderen Seed-Teilen einfach viel heftiger war. Auch wenn das hier die Gold-Version ist. Aber solche Stellen werden wir öfters mal haben, dass einfach mal unvorhergesehene Konsequenzen hier eintreten und sich alles komplett ändert. Man sich seine Fluchtpläne nochmal überwerfen kann. Den Brunnen da hinten nicht ausgemacht? Ich hab da doch das Licht gelöscht. Gott. So, okay, safe. Gut, wir sind raus. Halt, wir müssen in diese Richtung. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Hast du nicht. Zu viele verdammte Ratten hier.
können jetzt über die. Wir können jetzt da unten runterspringen und dann raus. Das geht auch. Hab ich wirklich gesehen, was ich zu. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Alles ruhig. Zu viele verdammte Ratten hier. Alles ist ruhig. Ich glaube, da war nichts. Alles gut, okay. Immer hören. Sorry, dass ich hier manchmal nichts sage, aber es liegt wirklich daran, dass das Spiel. Du brauchst deine Augen und Ohren. Und hier unten. Hier ist jetzt die Stelle unter dem Tom, wo der Tom war. Sind wir jetzt. Ach, und hier ist eine Sackgasse. Scheiße, war ja auch nicht so schlau, dass ich hier runtergesprungen bin. Ich denke, jetzt wird es schwerer für uns sogar. Na, ich gucke mal. Weil hier ist verdammtes Wasser und Wasser schlecht. Fürs Geschäft. Passantin? Naja, war wohl meine Einbildung. Ja, alles nur eine Einbildung. Wer? Ist da drüben jemand? Gut, dass ich mich getäuscht habe. Okay, wir sind wieder in der Kanalisation. War das der alternative Weg? Ja, das war der alternative Weg. Hier sind wir reingekommen. Deswegen können wir durch die Kanäle zurück. Oh, Leute, ich. Ich krieg hier einen Herzkasper. Jetzt weiß ich nicht, ob das schlau ist, wieder so den Weg zurückzugehen. Aber ne, wir können auch über das Lager versuchen zurückzukommen. Langsam kenne ich mich jetzt auch ein bisschen besser aus. Für euch ist es natürlich jetzt bestimmt sehr verwirrend. Im Part 86 oder so. Ich weiß ja nicht jetzt, welchen Part das jetzt schon ist. Danke. Diese Mission, ey. Die ist krank. Einfach nur krank. Hier ist eine Sackgasse. Und ein Schädel. Und sonst nichts. Die Säcke kann ich auch nur rumschmeißen. Okay. Quickie. Ach, hier geht's wieder in diese Richtung. Nee, die Kasernen brauchen wir nicht mehr. Oder Baracken, wie man so sagt. Wir müssen jetzt erstmal hier wieder rein. Ach nö. Musst du unbedingt hier lang? Ach, da toll. Jetzt gucke ich mal, wo der lang läuft. Hoffentlich, mach bitte einen Bogen. Gut, gut, gut. Der pfeift wie so eine Schwalbe. Weg. Zu viele verdammte Ratten hier. Wir müssen jetzt hier links runter. Na wohl doch nichts. Ja, der läuft jetzt hier lang. Oh, der hat ein Getränk. Das nehmen wir natürlich ihn ab. Alles meins, alles meins. So. Gut, dann ist die Wache schon mal weg. So, und jetzt müssen wir erstmal hier rein. Ach ne, hier ist nur eine Abstellkammer. Okay. Nein, verdammt. Ich habe vergessen, wir müssen da die Dinger noch öffnen. Und nein. Da ist einer von uns. Wir müssen die Dinger erstmal öffnen. Gehen wir nochmal hier lang. Hier ging es ja nur in. Hier ist zum Beispiel auch noch ein Fluchtweg, glaube ich. Oder? Warte mal, wir gehen mal hier runter. Was ist denn hier? Hier war eine verschlossene Tür. Ah, die Hintertür. Leute, wir haben's. Hast du schon von Sutters Aktion letzte Nacht gehört? Ich hörte, dass er ziemlich spät zurückkam. Hat er fette Beute gemacht? Kann man wohl sagen. Er war im Schlafzimmer dieser Lady, als er in der Stille Schritte hörte. War wohl nur eine Ratte.
besser. Er wäre schnell genug rausgekommen, aber der Idiot wollte nicht ohne Beute abhauen. Er raffte also alles, was er fand, zusammen. Juwelen, Leuchter und ich weiß nicht was. Und packte es in seinen Sack. Als er fast unten war, begann sich der Sack zu bewegen. Hatte versehentlich die Katze der Lady eingepackt. Die riss ein Loch in den Sack, aus dem alles herausfiel, mit Ausnahme der Katze. Das kleine Biest schärfte dann seine Krallen an diesem Idioten. Er musste in den Fluss springen, um das Biest loszuwerden. Dieser Amateur hat auf seinem Rückweg eine Spur aus Wasser und Blut in der ganzen Stadt hinterlassen. Na gut, das war jetzt keine relevante Information, aber wir müssten jetzt warten, bis das Gespräch zu Ende ist, damit sie ihre Patrouille aufnehmen. Und wir sind endlich bei Donalds Haus. Ja, wir sind im Keller und können jetzt endlich die gottverdammte Vase stehlen. So, jetzt muss ich mich nur mal hier umsehen. Ist das die Haustür? Das ist die Haustür. Ja, hier wären wir reingekommen. Hier wären wir alternativ reingekommen, wo wir vorhin erwischt wurden. Oh Mann. Okay. So, jetzt darf ich nur nicht so viel Mist bauen. Ich glaube, ich hatte auch damals die Wachen einfach K.O. geschlagen. Garrett ist hier! Gott! Was? Da kommen wir gar nicht lang? Scheiße, wie machen wir das denn? Wir müssen also hier rechts lang. Was für ein Geräusch? Jetzt müssen wir warten, bis der Passant vorbei ist. Bestimmt wieder was zu holen. Ganz ehrlich, ich habe zu viel Zeug mit mir, das schleppe ich langsam rum. Ist nicht gut. Und wundert euch nicht, wenn in der Endwertung wahrscheinlich so stehen wird wie gesehen wurden der Körper. Weil die scheiß Spinne zählt ja leider mit dazu. Garrett, du musst verrückt sein, hierher zu kommen. Wieso? Der hat mich doch gesehen, verdammt. So, wir müssen wir anders machen. Das Licht löschen. Zack. So. Und in den einen Raum war auch noch was zu holen. Das will ich auf jeden Fall auch haben. So, das ist jetzt die eine Wache, die wir zurückkontrolliert. Kommt noch einer oder was? Meine Augen spielen mir vor einem Streich. So, hier ist nichts. Alles ist ruhig. Hier läuft, glaube ich, jemand immer durch. Das heißt, ich lasse mal die Tür offen. Oder sagen wir mal einen Spalt offen, dass ich ihn hören kann, wenn er hier durch den Raum kommt. Schlüssel wäre nicht schlecht. Für das Haus selbst. Also wir haben nur die Schlüssel für die Truhe, aber nicht für das Haus von Donald. Das habe ich nämlich, glaube ich, verwechselt. Hier was? Ah, hier war noch ein bisschen Reichtümer. Kerl vorbei. Ich dachte, da war es. Ich werde langsam alt. Na komm, geh rein, geh rein. Gut. Okay, er geht immer von der Seite hier rein. So, damit hätten wir schon mal den Keller lokalisiert. Ich mache mir immer so im Kopf so kleine Karten. So, und hier geht es wahrscheinlich dann hoch. So, wir haben jetzt noch genug Zeit. Alles hier weg. Was? Nee, es geht doch nicht hier hoch. Aber hier ist auch was Schönes. Ah, das nehme ich. Ah. Was haben wir denn jetzt gekriegt, Tolles? Wir sind bei 1059. Eiltränke haben wir einige. Und noch eine Blitzbombe. Auf den Fall der Fälle. Ach, hier geht's hoch. Okay. So, jetzt müssen wir voll vorsichtig sein. Ich weiß nicht mehr, ob ich die K.O. schlagen musste. Weil wir müssen ja da hinten lang. Tut mir leid, hier ist nichts mehr. Bitte tut mir nicht weh. Ich glaube, wir müssen die K.O. schlagen, Leute. Es tut mir leid. Sei denn, wir können hier hinten irgendwie lang. Steht denn hier zum letzten Mal. Das Mädchen soll sich von, was? Vom Bannerraum fernhalten und vor allem nichts anfassen. In diesem Zimmer
finde ich meinen Seelenfrieden. Meine Sammlung ist einfach zu wertvoll. Ich möchte nicht riskieren, dass sie beim Putzen beschädigt wird. Aha, ein Bannerraum also. Was das war? Nee, wir kommen niemals vorbei. Da? Hast du etwas gesagt? Mit wem redest du? Was ist das wohl? Hier ist keiner außer mir. So, jetzt schön in die Ecke schmeißen und rapen. Nee, das machen wir natürlich nicht. So, schön ins Dunkle. Man hört schon diese beklemmende Musik im Hintergrund. Hier ist es, denke ich mal, abgelegener. Ich gucke aber trotzdem, wenn wir noch ein bisschen Wertsachen hier irgendwo versteckt sind. Ein Schlüssel. Was ist das für ein Schlüssel? Ein normaler Schlüssel. Das wird wahrscheinlich der Hausschlüssel sein. Okay, die Wache geht weiter. Okay, ich höre schon fließen. Wir haben eine Patrouille, die hier immer durchgeht. Hört sich sehr nah an. Okay, so. Oh, ich muss hier wirklich oft safen, weil ich echt nicht weiß, was passiert. So. Die könnten wir jetzt theoretisch K.O. schlagen. Durch die Tür überhaupt müssen. Mal gucken, ob wir das hier alles stockduster machen können. Was war denn das für ein Geräusch? Oh, das war mein letzter Wasserfall. Scheiße. Jetzt wird's richtig. Hätten wir uns lieber aussparen sollen. Für den richtigen Moment. Achso, dann wären wir hier rausgekommen. Okay, es war verschwendeter Fall. Und hier geht's wieder raus. Also wir haben auch noch eine Möglichkeit, hier rauszukommen, wenn wir die Vase haben. Okay, da kommt hier in diese Richtung. Verdammt, wie machen wir das? Ich höre auf jeden Fall viele Wachen über uns. Da drin? Ach, du rennst nur raus und rein. Okay. Sie hat nicht mal mitgekriegt, dass die Tür offen geblieben ist. Schön. Ach nee, das ist nur so normaler, stinknormaler Raum. Alles ruhig. Okay, dann jetzt hier rein. Ich dachte, ich hätte das gesehen. Was haben wir hier? Wieder so ein irgendwas Ding? Büchlein? Bewirtungsspesen? Ach, Spesen. Achso, ja. Info von Victoria, Putzfrau, Raumspray. Das ist eine To-Do-Liste oder was? Ich muss den Bannerraum finden. Dachte, ich hätte was gehört. Ja, werde ich mir viel Zeit mit dir lassen! Bitte geh in den Raum. Zu viele verdammte Ratten hier. Gold. Oh, was haben wir denn hier? Das ist der Bannerraum. Okay, wir sind im Bannerraum, Leute. Oh, zack. Deswegen sollte sie nicht putzen, weil hier was ist. So, und dafür haben wir ja den Schlüssel. Halt. Das ist hier total licht, total hell. Schnell den richtigen Schlüssel finden. Ah, da war der Sicherheitsschlüssel. Okay, wie viel Geld haben wir denn jetzt? Oh Mann, uns fehlen noch 200. Habe ich wirklich gesehen, was ich zu sehen glaube? Okay. Komm raus und spiel mit mir! Ey, wir sind fast durch, Leute.
Solche Probleme haben uns gerade noch. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Bleib, wo du bist, Garrett! Na schön, ich höre euch. Tretet auf. Dein Arsch gehört mir, Garrett! Lass die Waffe fallen. Keine Bewegung. Ich dachte, da war... Garrett, du musst verrückt sein, hierher zu kommen. Ich hab den Beutel, ja. Oh Gott, warte einen Moment. Das müssen wir anders machen. Ah, okay, also die Vase. Das ist jetzt kein Ding. Kannst du mal bitte... Danke. So, Sicherheitsschlüssel, Sicherheitsschlüssel. Gut. Was war das für ein Geräusch? So, wir sind jetzt hier fertig hier oben. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Geld zusammenkratzen. Ich dachte, da war was. So, wie viel haben wir jetzt? Boah, jetzt fehlen nur noch vielleicht 70 oder so. Und der hat auch nichts, wa? Fuck, wo kriegen wir denn so viel, noch so schnell Geld her? Guck mal, hier ist auch noch was. Aber wo geht der lang? Geht der hier rein? Nein, der geht da lang. Der macht einen schönen Kreis. Das heißt, wir können jetzt hier lang. Jetzt lang bewegen. Ah, toll, nur ein Klo. Gib mir doch ein bisschen was. Was war das für ein Geräusch? Und hier ist die verdammte Küche. Nein! Das war bestimmt eine Ratte. Ich weiß nicht, wo noch Geld sein kann. Hier haben wir alles rausgenommen. Da drinnen war nichts. Da ist nichts mehr. Ah, scheiße. Wegen ein paar Groschen. Warte, halt, der kommt von der anderen Seite. Ist hier vielleicht irgendwas? Nein. Naja, wir gehen mal durch die den Vordereingang. Oder? Können wir den jetzt? Wir können jetzt den theoretisch öffnen. Ja. Aber hier ist auch nichts gewesen. Scheiße. Wo kriegen wir denn jetzt noch ein bisschen Geld her? Das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Mensch. Das Wichtigste fehlt uns. Okay, wir sind jetzt im Hintereingang gewesen. 47, genau, das hat er ja auch gemeint. Es gibt noch eine Möglichkeit, und zwar bei den zwei Wachen hier oben. Dass sich hier noch was befindet. Aber ich muss sagen, es hat auch einen Vorteil, der Experte-Modus. Wir haben dadurch so viel Geld. Oh, ah ne. Ich dachte, hier wäre was. Es ist nur eine verschlossene Tür. Das jetzt so machen, wir müssen jetzt warten, bis die eine Wache weg ist. Dann springen wir hier rein und klauen nochmal, was wir finden können. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Hey, Einbrecher! Halt! Bitte, ich will doch nur... Wer ist da? Hallo? Wir müssen jetzt warten, bis die eine Scheint alles ist. Ruhig zu sein. Oh Gott, mal essen. Das ist das Einzige. Hast du das auch? Wir haben Ärger! Ist da jemand? Und hier so eine. Hier ist ja gar nichts. So ein Shitty. Ich finde dich schon. Also es ist sinnlos, dass wir da reinrennen oder reinspringen wollen. Scheiße, wo kriegen wir denn jetzt noch ein bisschen Geld her? Hast du mal einen Cent? Hallo? Jetzt hängt Garrett irgendwie fest. Was habe ich da nur gesehen? Du hast gar nichts gesehen. Erzähl doch nicht so ein Scheiß. Garrett. Danke. So. Wir haben jetzt gar keinen Wasserfall mehr. Was war das für ein Geräusch? Da ist gar nichts, okay. Warte mal, hier hinten, bei der Truller. Hab ich noch nicht geguckt. Was für ein
Hier stimmt was. Stehen bleiben! So, das ist egal, was passiert. Ich guck mich hier nur ein bisschen um. Bitte tut mir nicht weh. Ich werde dich in Stücke schneiden, Junge. Fängt der an, hier rumzuschreien? Nur ein bisschen Geld. Ich dachte, das war's dann wohl. War hier noch irgendwas? Dein Gott, der hat einen Gürtel. Oh mein Gott. Egal, wo du bist. So, das war's. Du bist ich hab jetzt genug. Ich hau ab. Tschüss. Wo soll's Blut treibst du hier? Komm ab. Ich verspreche dir, dass ich mich schnapp. Okay. Das war nicht die exzellenteste Lektion. Ich werde dich in Stücke schneiden, Jungchen. Na komm, na komm, na komm, na komm. So. Du bleibst nicht lange in deinem Versteck. Es wird sicher lustig, dich aufzuschwitzen, Jungchen. Du bist erledigt. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Okay, Leute. Das machen wir natürlich nicht so. Wir sind ja ein Profi. Aber ich habe jetzt hier gesehen, wo wir, noch was. Mensch, bitte einfach. Das ist irgendwie ein Bug, ich weiß nicht. Ich kann auf den Holzbrettern nicht latschen. Was ist das? Zeigt euch. Weil der slidet da so komisch herum. Also wir müssen jetzt hier lang, das ist schon mal wichtig. Gibt es da wenigstens einen alternativen Weg? So, also an der Püppi kommen wir vorbei. Das ist jetzt kein Ding. Toll, wir hätten nur einfach mal ein bisschen besser aufpassen müssen. Warte noch ein bisschen. Wenn ich das Feuer wenigstens ausmachen könnte. Aber wir haben ja nicht mal Gaspfeile, die gibt es ja auch noch. Die werden vor allem sehr praktisch werden bei sich hinstellen hier. War wohl doch nichts. So. Okay. Hammer. War wohl nur eine Ratte. Wir können jetzt bei Donald abhauen, wir können aber auch den Haupteingang nutzen, also da, wo wir hergekommen sind. Hä? Hat da mich schon wieder jemand gesehen? Aber das kann doch gar nicht sein. Wir waren jetzt so sneaky unterwegs. Aber ich glaube, ich werde bei Donald einfach rausgehen. Weil das war der safeste Ort, überhaupt rauszukommen. Oh, wir haben gar keinen Schaden genommen. Wir hätten jetzt eigentlich übelsten Fallschaden kriegen können. Nee, hier ging es nicht zu Donald. Okay, er ist auch nicht da. Schön. So, komm, komm. Nach oben. Geschafft, Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir sind aus diesem Irrenhaus, was überhaupt in, naja, nicht Irrenhaus, Irrensystem, sind wir endlich drauf. Wir müssen jetzt nur raus hier, auf die Straßen. Okay. So. Jetzt dürfen wir bloß keine Fehler machen. So, hier ist auch einer wieder, eine Wache. Wir müssen dann dahin, wo er hergekommen ist. Ah ne, das ist der falsche. Hier müssen wir lang. Nein. Hier müssen wir lang. Ach, Leute, ey. Ich wiederhole mich einfach, aber es ist wirklich schlimm. Der Mission hier. So. Hier war aber auch nichts mehr, wa? Egal, ich bin raus. Oh, Hausschlüssel? Ah ne, halt, wir haben die Tür ja schon aufgeschlossen. Und damit hätten wir
die Mission beendet. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wie lange haben wir denn dafür gebraucht? So, jetzt gucken wir mal in die Statistik. Und ihr seht, wir haben noch 700 Gold irgendwo liegen gelassen und ich weiß echt nicht, wo es sein kann. Aber wir haben eine gute Bilanz. Wir haben 13 von 18 gestohlen. Also wir haben echt viel geklaut. Sehr viel Schlösser geknackt und nur 2 erschlagen. Unsere bisherige Welt ist ganz gut. Also wir haben für dieses ganze Ding haben wir eine Stunde mit 13 Minuten gebraucht. Das heißt, der Let's Play Part wird wahrscheinlich so eine Stunde 30 gehen. Das heißt, insgesamt werden das bestimmt ein paar Parts werden. Ich will euch ja nicht zu lange mit. Also ich glaube nicht, dass jemand das hier durchstehen könnte, das so lange durchzugucken. Gut, Leute. Ich habe jetzt genug gequasselt für diese ganze Stunde. Deswegen freut euch auf jeden Fall auf die nächste Mission. Denn dort werden wir einem sehr exzentrischen Mann begegnen. Und durch einen sehr, sehr wirren Haus laufen. Lasst euch überraschen. Bis dann. Ciao.